listen. I must have a question maker. True is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a bee. Da ist mein Kompagnon, keine Ahnung, wie er heißt, keine Ahnung, wer das ist, aber er folgt mir durch den ganzen Park. Zudem habe ich noch eine Engländerin und eine Mexikanerin dabei. Das ist aber nur schwer zu verstehen, weil es sind zwar beides Lehrerinnen, aber die Engländerin kann kein Wort Spanisch und die Spanierin oder die Mexikanerin kann kein Wort Englisch. Und ich mit meinem Little Spanish muss die beiden alle so ein bisschen übersetzen. Und wir gehen gerade auf irgendeinen Vulkan auf oder so, keine Ahnung. Aber es ist sehr schön, sehr viele Tiere, sehr heiß, sehr viele Mücken. Es beißt. Tengo un problema nueva. Irgendwie komme ich mir langsam vor, wie das Ferrari Formel 1 Team andauernd nur Probleme. Und der Vlog dreht sich auch irgendwie nur um Probleme die ganze Zeit. Aber ich bin in Tortuguero für weitere 5 Tage und habe mir jetzt gedacht, nice man, heute gönn's da Abendessen im Restaurant. Bis jetzt habe ich nur Burritos gegessen. Schlauerweise habe ich davor in die Geldtasche geschaut und da drin befinden sich leider irgendwie 20.000 Colones. Das sind ungefähr 35 Dollar. Ein Tagesration für mich an Geld. Ja gut, suchen wir mal an Geldautomaten. Finden wir keinen, dann gehen wir zu einer Frau und reden im besten Spanisch sie an und fragen sie, wo es an gibt. Und sie sagt so, gibt's nicht. Scheiße, wie soll ich so 5 Tage überleben? Ich habe nur noch ein paar Chips und 20.000 und da gerne noch was unternehmen. Das ist voll teuer da. Stellt sich heraus, es gibt doch eine Option, Geld abzuheben, und zwar bei einem Halsabschneider, der 8% Provision verlangt hat. Deswegen hat es dann doch noch eine Lasagne gegeben mit einem Besuch von einem wunderbaren Leguan. Und bei der Wanderung habe ich noch diese wunderbare Schlange getroffen. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen von Jaguar Walk. Heute habe ich mir ein bisschen länger gemacht. Ich bin so an die, weiß nicht, so 6-7 Kilometer gegangen. Und bin jetzt total durstig zurückgekommen und habe mir dann Wasser gegönnt.
Und ich muss sagen, es schockiert mich extrem, weil ich kann 3 Liter Cola kaufen um 1100 Colones, das sind plus minus 2 Dollar. Oder ich kann 1,5 Liter Wasser kaufen, produziert von Coca-Cola, mit einem Preis von 1500 Colones, plus minus 3 Dollar. Heißt, halb so viel Wasser wie Cola kostet 1 Dollar mehr. Finde ich ein bisschen kritisch. Ja, liebe Freunde, ich werde eigentlich jetzt ein bisschen erzählen, was in den letzten Tagen so abgegangen ist, weil ich nicht wirklich gevloggt habe. Ich bin jetzt am 5. Tag in Tortuguero. 2 Tage davon ist absolut gar nichts gelaufen, weil es extrem geschüttet und gewittert etc. hat. Und am Rest bin ich, wie eben schon erwähnt, also ich bin zum einen, wie schon erwähnt, einmal auf den Vulkan gegangen. Das war von der Natur her sehr schön und interessant und wir haben einen Haufen kleine Tiere gesehen, viele Spinnen. Generell in Costa Rica gibt es sehr viele Spinnen. Muss man sich aber überhaupt keine Sorgen machen, weil sie sind erstens nicht drin und zweitens sind sie total gechillt. Nicht sehr angriffslustig. Und des Weiteren habe ich noch eine weitere Tour heute Morgen gemacht. Ich bin mit einem Schiff, einem Canyoning, was dann aber gar kein Canyoning war, sondern mit einem Außenborder 3 Stunden durch die ganzen Seitenarme des Hauptflusses durchgefahren. Wir haben dann 2 Krokodile gesehen, vielleicht auch 3. Ein Babykrokodil, das hat sich aber sehr gut versteckt, darum habe ich nur ein sehr undeutliches Bild davon machen können. Des Weiteren haben wir noch extrem viele Vögel da gesehen und mit dem Tourguide war es sehr interessant, weil er sehr viel interessante Sachen über Costa Rica erzählen hat können. Sonst habe ich eigentlich nur zweimal den Jaguar Walk gemacht. Einfach so ein Spaziergang durch den Regenwald da. Und sonst ein bisschen am Strand. So viel habe ich nicht gemacht und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht einmal anschauen gegangen, wie die Schildkröten schlüpfen. Hat aber einen gewissen Grund, und zwar ich habe keine lange schwarze Hose, braucht man aber dafür, und da kann man sich nur Frauenhosen in Schwarz kaufen. Da kann man sich nur Frauenhosen in Schwarz kaufen, und wer jetzt sagt, ist doch egal, ist es nicht, weil die kann ja schon gleich meine kurzen Hosen anziehen. Deshalb habe ich das nicht gemacht. So schlimm ist es aber nicht, weil es ist komplett dunkel und überall sind Moskitos. Und ja, ich hoffe zumindest, dass ich da nichts bereue dabei. Jedenfalls geht es morgen weiter nach La Fortuna zum Arenal-Vulkan. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das Hostel schaut auch ganz okay aus. Und ich hoffe, dass es dort wieder ein besseres Wasser gibt. Weil da gibt es nur Scheißwasser aus der Leitung und das Wasser kann nicht richtig aufkochen. Heißt, wenn man Nudeln macht, kriegt man Bauchweh davon, weil Chlor in die Nudeln ist. Und das ist nicht so geil. Aber was will man machen? Kokosnuss regelt. Das war's von meinem Tortuguero Review. Es ist jetzt 1. August bei mir noch, deshalb Pop Schwitz, und ich werde jetzt den 1. August noch ein bisschen feiern mit den restlichen Biere, die ich noch da habe, und werde dann aber nicht allzu spät schlafen gehen, weil ich am
5 in der Früh losfahren muss mit dem Schiff. In diesem Sinne, einen Daumen nach oben, dann wird man auch loben. So dumm. Und man sieht sich dann im Vlog 4, Vlog 5, aus La Fortuna. See ya.